Heute sprechen wir über AHA und besonders ein Produkt, wo AHA-Säure vorkommt, von Bio-Vegane Skinfood. Und was ich von diesem Produkt halte, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute soll es über dieses Produkt gehen. Wir sprechen auch ein bisschen über AHA und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Das hier ist ein Gesichtswasser aus der etwas neueren Reihe von Bio-Vegane Skinfood mit Papaya. Ich war schon am Anfang so überzeugt von diesem Produkt, muss aber dazu sagen, Gott sei Dank habe ich dieses Skincare-Video von Hatice Schmidt gesehen, weil sonst wäre ich wieder ins offene Messer gelaufen. Ich hatte mal Produkte mit BHA und AHA von Paula's Choice zugeschickt bekommen und hatte keine Ahnung. Bin nach der Packungsbeschreibung gegangen, das soll man eh eigentlich meistens immer machen. Aber wenn du mit Säuren hantierst, musst du natürlich auch auf deine Haut achten. Und da habe ich meine Haut richtig ausgereizt damals. Gott sei Dank habe ich das Video von Hatice Schmidt auf jeden Fall gesehen, wo es geheißen hat, man soll langsam anfangen. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, kennt sich super gut mit Inhaltsstoffen aus und ich bin nicht immer hundertprozentig seiner Meinung, aber so Dinge wie mit AHA umzugehen, ist das Weiße und das sagt er einem dann auch. Und mit AHA muss man vorsichtig hantieren, besonders am Anfang und besonders, wenn man eine empfindliche Haut hat, kann das sein, dass es auch nach hinten losgeht. Das hier ist jetzt ein 5%iges Produkt. Es soll Papaya-Extrakt drin sein, es ist aber auch Glykolsäure enthalten, sogenannte Alpha-Hydroxysäure, das sind Fruchtsäuren. Und davon gibt es zwei weitere Produkte, die ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren möchte. Hier ist so der perfekte Fall gewesen bei mir. Ich war am Anfang so krass überzeugt. Also ich hatte noch nie ein Produkt, was ich aufgetragen habe und wo ich gleich einen Effekt gesehen habe. Und das ist hier eben wegen der Fruchtsäure so, dass das halt sehr schnell wirkt. Man merkt es eben aber auch Prickeln auf dem Gesicht. Also so muss ich an der Stelle auch sagen. Da darf man echt nicht erschrocken sein, dass das dann so komisch ist auf der Haut. Aber das gehört einfach auch dazu, weil AHA entfernt in den tieferen Hautschichten oder bis zu den tieferen Hautschichten Hautschüppchen, die eben die Aufnahme von Pflegeprodukten einfach hindern. Und eben, wenn die weg sind, dann wird unsere Haut auch wieder strahlender. Also die Haut erneuert sich ja regelmäßig neu. Und wow, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig Hammer. Ich habe dann auch erst angefangen, mich mit AHA-Produkten so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und mal so geguckt, was es sonst noch so auf dem Markt gibt. Das Produkt ist relativ pricey, also es kostet meines Erachtens 8 Euro. Ich blende es euch auf jeden Fall wieder ein. Bekommt ihr bei Ecoverde, bekommt ihr aber, glaube ich, auch selbst auf der Homepage. Ich werde euch alles mal im ersten Kommentar verlinken, da klickt ihr mal drauf. Und ich habe aber noch nie so was Effektives in der Hand gehabt. Bei AHA-Produkten ist es ganz wichtig, und da bin ich gerade irgendwie jeden Morgen so ein bisschen im Clinch mit meinem Sonnenschutz, weil ich einen Veleda-Sonnenschutz habe. Du musst Sonnenschutz auftragen, weil du gibst der UV-Strahlung auch viel mehr Möglichkeiten, wenn du diese Hautschüppchen entfernst. Und diese Erfahrung habe ich einfach auch gemacht. Ich war eine längere Zeit mit dem Fahrrad unterwegs und genau da, wo der Sonnenschutz nicht mehr so hundertprozentig drauf war, weil ich eben momentan auch so eine fettige Haut habe, da war es dann leicht rot. Also man muss auf jeden Fall auch auf Sonnenschutz dann achten, wenn man sowas anwendet. Also wenn du jemand bist, der so ein bisschen so zu Hautschüppchen neigt und dich das auch irgendwie stört, mich stört es eigentlich total, weil ich ganz oft hier Hautschüppchen habe, dann an der Augenbraue Hautschüppchen habe, habe ich alles seitdem erstmal nicht mehr gehabt. Im Produkt enthalten sind 150 Milliliter, es ist nicht viel und das ist auch schon fast gegen Ende bei mir. Also es hat bei mir vielleicht jetzt einen Monat gehalten oder so, aber es reinigt Hammer! Das holt dir einfach
jeden Dreck vom Gesicht runter. Also das ist richtig heftig. Was ich wieder schade finde, aber das gehört zu der ganzen Werbemaßnahme von bio-veganes Skinfood dazu, dieser Geruch. Das soll so ein bisschen wieder die Papaya symbolisieren, Vitamin C, dass man was Tolles für seine Haut macht. Aber das braucht es einfach nicht. Dieses Parfüm finde ich eher noch störend und Duftstoffe reagieren eben auch auf der Haut reizend. Das muss einfach nicht sein. Nichtsdestotrotz vertrage ich das unwahrscheinlich gut und hatte aber am Anfang so echt Respekt. Also ich habe erstmal angefangen, abends das drauf zu machen. Dann, weil ich mir gedacht habe, wenn das jetzt reagiert, dann gehst du schlafen und dann sieht es vielleicht am nächsten Morgen gar nicht mehr so schlimm aus. Dann habe ich es 3 Tage später nochmal angewandt und habe gemerkt, oh, da ist nichts. Habe es dann einmal am Tag gemacht und dann bin ich übergegangen und habe das dann morgens und abends einfach in meine normale Gesichtsreinigung mit eingearbeitet. Also da ist dann nichts passiert und ihr müsst wirklich auf eure Haut achten. Gebt ihr euch Signale? Findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Ich habe mich schon jetzt so an den Effekt dieser strahlenden Haut gewöhnt, dass ich schon gar nicht mehr mitkriege. Ich werde es aber vermissen, wenn die Flasche leer ist. Diese 3 Produkte aus dieser Linie, da gibt es noch ein Serum, ein Nachtserum und eine Creme, sind so vom Säuregehalt aufgebaut, dass man auch alles 3 miteinander verwenden kann. Also das ist 5%. Ich weiß jetzt nicht genau, was die anderen 2 Produkte haben. Die haben aber auf jeden Fall wesentlich weniger. Es soll Papaya-Extrakt enthalten sein. Was das für die Haut tut, weiß ich nicht. Weil ich bin einfach immer der Meinung, dass solche Inhaltsstoffe mehr bringen, wenn man sie isst. Jetzt kriegen wir aber nicht die besten Papayas hier in Deutschland her. Von dem her kann man sich damit schon ein bisschen nachhelfen. Ich denke aber nicht, dass es so ausschlaggebend ist, dass das in einem Produkt enthalten sein muss. Hier ist wieder was draufgeschrieben auf der Flasche, with natural AHA. So wie ich das verstanden habe, und ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare eine Berichtigung schreiben, ist AHA-Säure immer natürlich, weil es meistens Fruchtsäuren sind sozusagen, Glykolsäure ist natürlich. Also da wird wieder so ein bisschen suggeriert, wir haben das extra aus der Natur rausgeholt und dieses Produkt ist noch besser und so. Sowas finde ich immer ein bisschen schade, weil wenn ein Produkt überzeugt, hat man sowas einfach nicht nötig. Und ich sehe bio-veganes Skinfood immer ein bisschen zwiegespalten, weil dieses Marketing dahinter halt schon ziemlich groß ist. Ich meine, die Verpackung fällt auch unwahrscheinlich auf. Ich finde das auch richtig schick. Auch bei den anderen 2 Produkten, die ich bis jetzt schon getestet habe, war es ja eben genauso. Und eins von den 2 Produkten war eben nicht so gut. Konnte jetzt aber von den Gesichtswassern echt Gutes berichten. Auch das letzte Gesichtswasser hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Und ob ich mir dieses Produkt nachkaufen werde? Auf jeden Fall. Absolut. Also ich gucke, dass ich bei der nächsten Bestellung sowas wieder mit dabei habe, weil es funktioniert einfach richtig gut. Hin oder her, wie die anderen Inhaltsstoffe sind, auf meiner Haut läuft es unwahrscheinlich gut. Und wenn ich an ein anderes AHA-Produkt mal gelange, was außerhalb von bio-veganes Skinfood ist, werde ich euch selbstverständlich darüber berichten. An der Stelle zählt auf jeden Fall wieder. Hast du andere Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht? Schreib das auf jeden Fall in die Kommentare. Unsere Haut ist einfach individuell und was für mich zählt, muss noch lange nicht für jeden zählen. Und das hilft einfach meinem Zuschauer, wenn er einfach sieht, da gibt es auch Referenzbewertungen zum Produkt selber. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Du schaust unter dem i, da findest du einen Ordner mit bio-vegane Skinfood-Produkten, das war jetzt das 3. Und ich verlinke dir auch einen Naturkosmetik-Ordner, da hast du ein bisschen mehr Auswahl. Ich sage danke fürs Einschalten, gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!